Die Luft ist rein, denke ich. Das hier ist H-222. H-2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Schön, dich kennenzulernen, H-2. Noch ein Mensch, der sich tatsächlich freut, mich zu treffen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk dran, was ich dir gesagt habe, H-2. Ich werfe das Signal an. Hoffentlich eine Leuchtrakete. Und erledigt. Ich gehe dann mal. Pass auf H2 auf. In Kürze wird jemand kommen. Und wenn es nicht die Railroad ist, dann blase ich die um. Freund oder Feind? Das ist ein Freund. Sonst hat er schon geschossen, glaube ich. Ganz ruhig. Nicht schießen. Bullseye. Richtig? Hab schon von dir gehört. Bist dem Weg der Freiheit gefolgt und hast beim Switchboard aufgeräumt. Freut mich, dich bei uns zu haben. Schön, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Schauen wir uns mal unseren Freund an. Hey, du. Alles in Ordnung? Ein bisschen nervös. Aber es ging mir nie besser. Der andere Mann... Er hat gesagt, ich soll nicht zu viel reden. Da hat er recht, H2. Du brauchst einen echten Namen und ein neues Gesicht. Aber dazu kommen wir noch. Mir sind noch mehr Raider gefolgt. Wir brauchen wohl noch mehr Hilfe. Mehr Raider? Kein Problem. Ihr schweren Kaliber aus dem Hauptquartier macht keine halben Sachen. Wir müssen zum Unterschlupf Ticonderoga. Das ist mein Zuhause. Viele der neuen Synths kommen dort unter, bis wir sie aus dem Commonwealth schmuggeln. Macht ihr dort sonst noch was? Wir kümmern uns hauptsächlich um die Neuankömmlinge. Die haben für gewöhnlich 1000 Fragen, die ich beantworte, so gut ich kann. Und selbst haben wir auch ein paar Fragen über das Institut und so weiter. Ab und an kommen Agenten vorbei, um sich vor den bösen Jungs zu verstecken. Langweilig wird es nie. Ich gehe vor. Na, dann geh mal vor. Na, dann geh mal vor. Gut, dass ich die Gegner schon auf Entfernung sehen kann durch mein geiles Hut. Da oben zum Beispiel, wer ist denn das? Da sitzt einfach mal ein Supermutant. Schön, wie du vor mir stehst. Fast getroffen. Oh. Hauptsache der Sinn, die mir beschützen sollen, rennt nach vorne. Die Enterer. Und macht einen auf Faustkampf. Na was? Ach ja, auch noch. Keine Ahnung, worauf ich hier schieße, aber ich schieße einfach mal drauf. Meine Fresse, Alter, wirklich? Mitten durchs Raider-Gebiet oder was? Geile Route, echt jetzt? Hi-Rise. Wir können uns in Ticon unterhalten, sofern wir dort lebendig ankommen. Schön durch den Scheinwerfer. Hä? Was zum...
Warum kommt dein Auto runtergefallen? Oh nein. Oh. Junge, wirklich? Weiter, weiter, komm. Nicht die richtige Entfernungswaffe, glaube ich. Die schon. Sind wir bald da? Hi, Rice. Und da sind wir auch schon. Oh. Eine ganz normale Nacht für einen Agenten, was? Gehört alles zum Service. Ich glaube, ich werde dich sogar noch mehr mögen als Glory. Wenn du je Essen, Kugeln oder auch nur ein Nickerchen brauchst, komm mit dem Aufzug hoch nach Tycon. Bist stets willkommen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um H2 kümmern. Bis später. Geblitzdingsbums hat's gerade hier. Gehen wir gleich mit hoch. Ah, warum nicht? Nach oben. Wird nichts passieren, H2. Was? Aber danke. Danke Ihnen allen. Hier ist was los. Geschäftiges Treiben. Tycon ist einer der wenigen Orte, an denen ich mich sicher fühle. Highrise leitet einen guten Unterschlupf. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Wie immer, Ada. Wie immer. Alles die Taschen vollgepackt. Brauchst du das noch? Nö, ne? Zack. Gute Arbeit mit H2. Du bist aus dem Hauptquartier, oder? Ja, ja. Dann kann ich den Kühlschrank nicht aufmachen. Das Wasser drin. Oh, eine Fat Man. Hat er sich das Knie gestoßen? Hallo, Inspektion. Kein, wenn sie sich wehren wollen und ich alles mitnehme. Gutes Recht. Ach, den Wecker kann man nicht mitnehmen. Ich dachte, der steht so weit weg. Bei der Railroad wird es niemals lang. Naja, kannst du mal bitte aus dem Weg gehen. Du bist aus dem Hauptquartier, oder? Es riecht so anders. Danke für deine Hilfe. Naja, kein Problem. Ach ja, eine Mini-Atombombe. Gleich neben dem Lötkolben. Mal machen. Explosionsgefahr. Ah. Quatsch. Danke nochmal. Nachts ist es im Commonwealth nicht sicher. Nett. Pistolenpatronen. Plus 5% mehr kritischen Schaden. Dafür hat sich das schon gelohnt, hier hochzukommen. Oh, das brauchst du alles nicht. Machen wir mal aufräumen hier. Oh, da schläft jemand. Achso, H2. Zu gut geschützt. Hey, Ada. Nee, wenn man den Roboter immer braucht, ist er nicht da. Ada.
trampelt immer noch da unten rum, wa? High Rise leitet einen guten Unterschlupf. Ah ja, ich sehe schon das Problem. Aufgepasst. Ach so, warte mal. Das war ja rot markiert. Wenn ich das mache, dann werde ich ja von denen gejagt. Das wollen wir ja nicht. Tycon ist einer der wenigen Orte, an denen ich mich sicher fühle. Ja, ja, interessant. So, weiter. Hier ist hier lauschig. Immer wieder lustig. Bedienung. Hier das Ganze da unten durchlaufen. Das Gewitter hat sich verpisst. Ich mache mein Fenster auf. Oh. Luft. Wie wagt es, Klaas zu sagen? Luft. Ach, hier fast übersehen. Dandyboy-Äpfel. Ein kaputter, warum haben die den nicht rausgelassen? Zum Schutz und so? Lass ihn jetzt einfach mal da drinnen. Wenn sie schon was bei gedacht haben. Hä? Oh, ich hab so viel Zeug mit. Wo ist Ada? Oh, Ada wirklich? Einfach ein Nippel zu sehen, RIP Channel. Es ist einfach nur heiß. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber ich habe bei mir nicht mal eine Isolierung an der Außenwand und habe den ganzen Vormittag die Sonne hier auf dem Block. Ich sterbe quasi hier drinnen. Und wenn das erstmal richtig warm draußen wird, dann habe ich einen richtigen Hut auf. Mich gerade tierisch, dass Ada hier nicht da ist. Aber mal nicht dumm rum, komm mal her, damit ich mein Zeug hier abladen kann. Nicht zu fassen. Mir dumme Sprüche anhören. Nur Roboter. Oh, das ist eine Kiste. Komm ich da rein? Komm ich von da durch? Nee. Da bestimmt irgendwie hin. Klar. Wo ist denn Ada, ey? Das nervt mich schon wieder hardcore. Das gesamte Gebäude bewohnt oder nur der obere Teil? Weil hier ist ja doch eine recht stattliche Ausstattung. Muss man mal so sagen.
Peter! Von da bin ich gekommen. Da war noch eine Tür, oder? Ein technisches Dokument. Kurz mal Regenerierohren. Da oben rennt so. Ja. Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Ja, komm her. Verdammt. Gott sei Dank. Ja. Hast du es erfasst? La la la. So, was braucht man denn hier nicht? Die Fatman braucht man gerade nicht. Eigentlich. Obwohl, was man hat, hat man. Ich habe eine Leutnantmütze. Stimmt. Von der USS Constitution. Endlich wieder normal laufen. Oha. Ist zu gut geschützt. Da bräuchten wir mal wieder Ada. Ich mache einfach mal ein Safe auf. Wahrscheinlich ist es für nichts anderes nütze. Ah ja. Geschafft. Kann man nochmal von Ada? Ach, bis die sich hier ausgekickst hat. Wo bist denn du, du Robber? Oh. Raus hier. Kleb am Stuhl fest. Widerlich. Gut. Einfach hier raus. Interessant, was hier so alles rumliegt. Hier hinten noch was? Vielleicht eine Wackelpuppe? Nee, aber ein toter Putzmann oder was? Toll. Was kommt als nächstes? Berichten. 13 Haus der Nakanus. Da oben geht dann das Add-on los. Mit Far Harbor. Hier müsst ihr auch noch hin. Jezebel den Körper bauen. Warum eigentlich da oben? Da habe ich doch gar keine Bauteile. Ich ahne Schlimmes. Kehrt zu Vigil zurück. Oh Gott, der war am anderen Ende der Karte, ey. Gut, gehen wir erstmal zu Good Neighbor.